auch willkommen von hier aus. Ich habe, bevor wir hierher gekommen sind, in YouTube so ein paar Videos zusammengefasst und habe so gedacht, vielleicht macht man so Schulklassen. Da steht dann so Bibelstudium, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, geht bis neunte Klasse. Also Hauptschulabschluss kriegt man damit, ja. Und da sind in jeder Klasse sind so zwei Videos drin, zwei bis drei. Später werden es ein bisschen mehr bei Zacharia. Aber so zwei bis drei Videos, und wenn man die anschaut, dann hat man so einen ganz groben Durchgang mal durch diese vielen Videos. Da muss man die nicht alle anschauen. Also wer dann Interesse hat, sich das konzentriert, oder wenn man Bekannte hat und sagt, schau dir das mal an, die können dann so mal die erste Klasse sich angucken, da ist dann die Wiedergeburt Jerusalems drin und das Standbild. Dann gibt es die zweite Klasse, dann sind da nochmal zweite Thessalonicher drin und Auslegungen. Und dann kommt man so Stück für Stück ganz grob bis zur neunten Klasse, ohne dass man jetzt so Dutzende von Videos angucken muss. Dachte ich, wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ja? Ja. Ich glaube, in Telegram gibt es auch so eine Linkliste. Und bitte? Ja, da kann man da draufklicken, ne? Und kann man es vielleicht weitergeben, ja? Die ist angeheftet. Ich glaube, also meine ich mal. Ich meine, hoffe. Ja? Also das wäre so die Möglichkeit da, ja? Gut, also die 70-Jahr-Wochen, eine andere Berechnung, ja? Das war für mich auch ein ganz spannendes Bibelstudium, muss ich sagen, weil die bisherige Berechnung, die sieht so aus, das ist das, was ihr fast überall, wo es um die 70-Jahr-Wochen geht oder vorwiegend, sage ich einfach mal, in der evangelikalen Welt vertreten wird. Ja, das ist, man hat hier 7 Jahr-Wochen, man hat dann 62 Jahr-Wochen, die rechnen bis zum Kommen Christi, dann vergeht eine lange Zeit, das war vor 2000 Jahren, dann vergeht eine lange Zeit, dann kommt irgendwann die Entrückung, und nach der Entrückung, man weiß nicht wann, fängt die 70. Jahrwoche an, da kommt dann der Antichrist und schlimme Zeiten für Israel. Und dann hier kommt irgendwann Jesus dann wieder auf den Ölberg und richtet dann sein 1000-jähriges Reich auf. Das ist das Modell, was man allgemein findet. Ja? Jahrwochen, das ist ein Begriff, der im Deutschen so verwendet wird. Im Hebräischen steht eigentlich nur Siebener. Shabuim, glaube ich, heißt es im Hebräischen. 70 Siebener. Und Siebener wird in der Bibel ganz oft für eine Woche verwendet, weil eine Woche halt 7 Tage hat. Aber manchmal wird dieses Wort Siebener Shabuim auch für 7 Jahre verwendet. Wenn der Jakob bei Laban ist, dann sagt der Laban, bleib noch diese Woche bei mir, ja, für die Rahel, da kriegst du die auch noch. Also dann bleibt da nochmal 7 Jahre. Und dieses Wort Shabuim oder Siebener, das wird hier im Text in Daniel auch verwendet. Und der Engel spricht, und wir schauen uns den Text auch gleich an, von 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen und einer letzten Woche. Und immer, wenn er Woche oder Jahrwoche sagt, dann sagt er dieses Wort Siebener. Ja, ich zeige euch das aber gleich nochmal. Aber eine Jahrwoche ist in dem Zusammenhang zu verstehen wie eine Woche von Jahren. Nicht eine Woche von Tagen, von Montag bis Sonntag, sondern eine Woche von Jahren, 7 Jahre, die alle hintereinander ablaufen. Ja? Und das ist das, was ihr immer seht. Und ich zeige euch gleich auch die meiner Meinung nach dabei vorhandenen Schwachpunkte. Warum das für mich in vielem schwierig ist, weil man muss die schrumpfen, dass das überhaupt passt. Was ist mit dem Anfangspunkt? Warum passt der oder passt der nicht? Das schauen wir uns gleich mal an. Was ich euch zeigen möchte, ist was anderes. Das ist das, was ich euch zeigen möchte. Ja? Ich fange auch an einem anderen Zeitpunkt an zu rechnen. Ich fange im Jahr 605 vor Christus an zu rechnen. Und ich rechne einmal 7 Jahre, 49 Jahre bis zu Kyros. Und dann rechne ich nochmal 62 Jahrwochen, und dann kommt man bei Antiochus Epiphanes raus. Und Antiochus Epiphanes ist ja, wir sind hier in Daniel 9, Antiochus Epiphanes ist in Daniel 10, 11, der König, dem am meisten Raum im ganzen Buch Daniel eingeräumt wird. Der bekommt ein komplettes halbes Kapitel. Nur der Antiochus. So viel Platz hat nicht mal Nebukadnezar in der Bibel, ja, in Daniel. Und geschweige denn die anderen Könige. Also der wird ganz ausführlich beschrieben. Warum? Weil der wiederkommt in der Endzeit. Der wiederholt sich. Ja, und das Erstaunliche bei der Rechnung ist hier, ich zeige euch auch gleich, warum ich das mache, dass die beiden Fristen, die 7 und die 62 Jahrwochen, parallel zueinander laufen. Und da sagt der Deutsche, das kann ja nicht sein, weil das sind ja dann gar keine 70 Jahrwochen, sondern das sind ja dann nur 62 und eine Jahrwoche. Und das sind 63. Aber der Engel spricht ja von 70 Jahrwochen. Ja, und das liegt daran,
dass der Deutsche in Urlaubstagen denkt. Ja? Und er sagt, ich kann ja für 2 Tage, 1 Tag Urlaub nehmen. Das, ja, ja. Wir Europäer denken linear. Die Hebräer denken aber anders als wir. Wir haben das in Jesaja gesehen. Das sind diese Zyklen, die immer wieder ablaufen. Und wir sehen auch nachher im Text, dass der Text das hergibt, dass der Engel zu Daniel sagt, rechne 7 Jahre und Tashub, kehre um und rechne vom selben Zeitpunkt nochmal 62 Jahre. Das sagt der Text. Das war für mich was Großartiges. Das habe ich in diesem Buch dann da reingeschrieben, die 70-Jahr-Wochen Daniels. Da ist es noch ein bisschen detaillierter, als wir das jetzt hier machen können. Aber man kann das im Hebräischen sehen. Und dieses Wort Tashub heißt Umkehr. Im Hebräischen Tshuva sagen die Juden, wenn jemand zum Judentum umkehrt, dann macht der Tshuva. V und B kann man im Hebräischen austauschen. Das ist ein Punkt in diesem hebräischen Buchstaben. Ja? Tshuva ist Umkehr. Shea Yashub war einer der Söhne Jakobs. Ein Überrest wird umkehren. Da ist Yashub drin. Und dieses Schub, dieses Umkehren, das finden wir auch hier im Text. Tashub, vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf einen gesalbten König, sind einmal 7 Wochen. Und Tashub, kehr nochmal um an den Anfang und rechne nochmal für 605 und 62 Wochen. Und dann kommen 2 gesalbte Fürsten. Warum kommen die? Weil diese beiden politischen Größen, nämlich Assyrien, damals Persien, ja, und der Antichrist, der endzeitliche Antiochus, die kommen wieder und die werden das ganze Land verwüsten. Und der Engel sagt ja zu Daniel, da wird eine große Verwüstung kommen und die Verwüstung wird bis ans Ende sein und es wird ein Gräuel der Verwüstung geben. Das ganze Land wird entleert werden, eine große Verwüstung in Israel. Und diese beiden, die richten die an. Und der Engel kommt zu Daniel und sagt, das, was du jetzt siehst an 70-jähriger Gefangenschaft, das ist noch keine Verwüstung. Das wird kommen. Das ist eine Verwüstung, die ist groß. Und die wird von diesen beiden Königen, wird die ausgehen. Eigentlich ist es so, dass der Engel, den Daniel damals unterwiesen hat, aber uns geht das an. Das kommt nämlich wieder. Das wird wieder kommen. Und die endzeitlichen Perser, die haben wir schon am Zweistromland, den Iran. Und die sind sehr aktiv im Moment, ja, mit ihren Atombomben, die die bauen wollen. Und die rücken ja nach Süden vor, nach Syrien. Und den Israelis rücken die viel zu nah auf die Pelle. Ja? Deswegen haben sie diese Woche Syrien bombardiert, weil da wieder Stellungen nach Süden vorgeschoben werden. Ja? Das heißt also, diese beiden Exponenten politischer Mächte im Nahen Osten, die werden wiederkommen. Und deswegen weist der Engel den Daniel darauf hin. Das ist der Gedanke dabei. Ja? Und jetzt schauen wir uns mal den Text an. Und entwickeln mal das christliche Modell, wie das bislang bekannt ist, und schauen das ein bisschen näher an. Ja? In Daniel steht, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. So wird dem Übertreten gewehrt und die Sünde abgetan und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichte und Weissagung versiegelt und ein Hochheiliges gesalbt werden. Diese 70 Jahrwochen, die hat man hier, 7 Wochen, und 62 Wochen nach dem bisherigen landläufigen Modell. Und die werden immer zusammengefasst zu einer Phase von 69 Wochen. Und am Ende hat man nochmal eine Jahrwoche, eine 70. Jahrwoche. Ja? Der Engel sagt, so wisse denn und verstehe vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Hier steht jetzt, bis auf den Messias, Hamashiach Hanagit. Das steht im Hebräischen aber nicht. Aber Hamashiach Hanagit ist fast ein stehender Begriff in der Christenheit, in der evangelikalen Welt. Ja? Hier steht im Hebräischen nur Mashiach Nagit. Und im Hebräischen steht Mashiach mit kleinem M, sage ich mal, nicht als Substantiv, als Name oder Bezeichnung, sondern als Adjektiv. Das ist ein gesalbter Fürst. Nicht der Gesalbte, der Fürst, sondern bis auf einen gesalbten Fürsten müsste man eigentlich übersetzen. Ja gut, aber warum haben die Übersetzer denn hier übersetzt, bis auf den Messias? Naja, weil man das bis Jesus rechnet. Und dann sagt man, ja gut, dann müssen wir hier aus dem Gesalbten, substantivieren wir raus und machen daraus den Messias und setzen da den bestimmten Artikel vor, der im Hebräischen nicht zu finden ist. Warum macht man das so? Weil man übersetzt so, wie die Exegese das tut. So geht man auch in den Text. Ja, aber ist das Hebräische denn nicht genauer? Nein.
Das Hebräische ist leider nicht genauer. Das Deutsche ist eigentlich zu exakt, um die Bibel zu übersetzen. So müsste man es fast sagen. Ja, das Hebräische kennt Sätze, die haben gar kein Verb. Da steht die junge Frau schwanger. Fertig. Ja? Da steht nicht, eine Jungfrau wird schwanger werden oder die Jungfrau ist schwanger. Da ist auch keine Zeitform. Das sind ganz knappe Sätze im Hebräischen. Und das Deutsche ist so exakt, dass der Deutsche glaubt, ja, da steht jetzt das, was da ausgedrückt ist, ist ja dahingeschrieben worden. Ja? Aber im Hebräischen sind die Bedeutungen der Begriffe weiter gefasst. Die Bedeutungsbreite ist weiter. Und man braucht oft den Textzusammenhang, um übersetzen zu können. Und umgekehrt ist jede Übersetzung auch schon Deutung, auch schon Auslegung. Ja, weil das Deutsche so exakt ist, dass man dem ja irgendeine Deutung geben muss. Und deswegen lernen die Theologen halt Hebräisch, damit sie zu den Grundtexten gehen können und sehen können, was da wirklich steht. Ja? Das habe ich in dem Buch da alles im Detail auch aufgedröselt, auch gezeigt, dass man das nachprüfen kann, ja? Dass man das nicht nur behauptet. Ja? Das heißt also, man rechnet diese 7 und die 62 Wochen, die rechnet man bis zu Jesus Christus. Und dann gibt es die Gemeindezeit und in der Endzeit kommt diese 70. Jahrwoche wieder in der Offenbarung. 1260 Tage, 3,5 Zeiten, 42 Monate. Das sind so Begrifflichkeiten, die wir in der Offenbarung finden. So ist das gängige Modell. Ja? Und dann ist es so, dass normalerweise hinter den 62 Wochen ein Punkt gemacht wird, damit man die 7 Wochen und die 62 Wochen in einem Satz zusammen hat. Weil man sagt, wir wollen ja 62 Wochen addieren zu 69 Wochen. Und das geht nicht, wenn hier hinter 7 Wochen ein Semikolon steht. Und das ist eine Frage mit hebräischen Satzzeichen. Was ich soweit sagen kann, ist, Punkt und Komma, wie wir das im Deutschen kennen, gibt es im Hebräischen nicht. Es gibt keine Satzzeichen. Es gibt ja nicht mal Vokale. Ja, es gibt auch keine Satzzeichen. Im Deutschen muss man aber Sätze durch Satzzeichen unterteilen und dann ist ein großer Streit ausgebrochen. Ihr habt doch, wenn ihr verschiedene Elberfelder Bibeln habt, es gibt die Brockhaus-Elberfelder Bibel, es gibt die Elberfelder mit der sanften Revision nach Hückeswagen. Ja, das ist also keine neue Bibel, das ist nur sanft revidiert, ja, weil man da einen Punkt verschoben hat. Und zwar hat die Brockhaus-Bibel die übersetzt so: So wisse denn und verstehe vom Ausgang des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen. Punkt. Und 62 Wochen lang werden Straßen und Gräben wiederhergestellt und gebaut werden und zwar in Drangsal der Zeiten. Ja? Jetzt sagen viele Ausleger, auch bekannte Ausleger, das wollen wir nicht so, weil im Hebräischen steht da kein Punkt. Ja? Da steht ein Etnach. Das ist ein Kantilationszeichen, hebräisches Singzeichen, damit man die Sachen singen kann, die Verse. Aber dieses Etnach ist im 12. Jahrhundert nach Christus von Rabbinern in den Text eingefügt worden. Und manche sagen, das Etnach ist keine Zäsur, auch keine Zäsur im Sinnzusammenhang. Ja? Deswegen kann man das Etnach übergehen und man kann das Etnach weglassen und wir machen den Punkt halt hier, damit 7 und 62 Wochen in einem Satz stehen, weil wir wollen das ja hier addieren zu einer langen Frist. Und dann ist es blöd, wenn das eine in dem einen Satz steht und das andere in dem anderen Satz steht. Und es macht ja auch keinen Sinn, dass 62 Wochen lang Straßen und Gräben wiederhergestellt worden sind, weil das historisch nicht der Fall war. Und man argumentiert da hin und her und man ist hilflos dabei. Die Brockhaus-Bibel sagt, wir machen hier einen Punkt hinter 7 Wochen, um das Etnach zu berücksichtigen. Es gibt Bibeln, die machen hier ein Semikolon und gehen dann weiter. Man weiß nicht, wie man mit dem Text umgehen soll. Ja? Und man hat noch größere Probleme mit dem Taschub, kehr um. Das Taschub steht hier, hier in dem Wiederhergestellt, das Wieder hier, das ist das Taschub, kehr um. Das ist aber ein Adverb, wiederhergestellt. Wie werden die Mauern und Gräben hergestellt? Wieder. Dann würde also das Taschub mit einem Adverb übersetzt, aber Taschub ist ein Verb, kehr um. Abraham sagt zu den Knechten, wir gehen jetzt rüber zu dem Berg Moria, und wenn wir angebetet haben, werden wir Taschub zurückkehren. Das ist ein Verb. Und dieses Verb steht im Imperfekt und wird hier verbunden mit einem Perfekt. Das Verb, das Taschub steht hier in der
dritten Person Feminin Singular und müsste zweite Person Maskulin Singular sein und so weiter und so fort. Die Übersetzer haben ein Riesenproblem, weil das, was uns hier so gängig über die Lippen geht, ist, wenn man die hebräische Grammatik ansieht, sorry, grottenfalsch. Die haben aber keine andere Lösung. Die wissen nicht, wie die sonst, wo die das Taschub hin tun sollen. Ja? Das hier, Jerusalem wiederherzustellen, das ist auch ein Taschub. Taschub kommt zweimal vor in dem Vers. Ja? Da steht eigentlich, so wisse denn Daniel und verstehe vom Ausgehen des Wortes, dass Jerusalem wiederkommen soll, dass Jerusalem nicht wiederhergestellt werden soll, sondern dass Jerusalem Taschub, dass Jerusalem Shea Yashub, kehre um, dass Jerusalem wieder zurückkommt, das steht dort eigentlich. Aber weil man hier unten aus dem Taschub ein Wiederhergestellt gemacht hat, meint man, man müsse hier oben auch ein Wiederherstellen machen raus. Aber das steht da eigentlich nicht. Da steht vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wiederkommt und gebaut wird, bis auf einen Messias sind. So steht es eigentlich da. Das ist schwierig. Ich habe das, was ich da geschrieben habe, an einen Herrn geschrieben. Ist nur für die, die hier sind. Der übersetzt im Moment die, und den habe ich angeschrieben und habe gesagt, können Sie mir vielleicht helfen bei dem Daniel 9 mit dem Taschub? Ja, ich habe gestern schon gesagt, ich kann das zwar mit dem Computer näherungsweise machen, aber mir fehlt das Sprachgespür fehlt mir natürlich. Ja? Und der hat das, weil der das Tag aus Tag einmacht. Ja? Und dann hat er mir zurückgeschrieben, Herr Klein, das ist aufwendig und viel Arbeit und wir sind auch erst in ein paar Jahren am Daniel, wir sind da bei Chroniker oder Samuel. Das dauert alles noch und ich finde auch die Zeit im Moment nicht für und bitte um Verständnis. Ganz nett zurückgeschrieben, ja? Also er hat keine Zeit. Ich habe geschrieben, klar, wer hat schon Zeit, ja? Aber ich schicke Ihnen mal was zu, vielleicht gucken Sie mal drauf. Und vielleicht braucht es ja auch ein paar Jahre, manches braucht ja Zeit und im Laufe der Jahre kommt man vielleicht auf die eine oder andere Idee und ich freue mich, wenn ich wieder von Ihnen höre. Dann schreibt er mir zwei Tage später, ich habe ihm dann das Buch geschickt, ja, schreibt er mir zwei Tage später zurück, Herr Klein, das habe ich noch nicht gesehen. Und der kennt sich gut aus, ja, der sagt, das habe ich noch nicht gesehen, das ist hochspannend, sagt er. Das werde ich mir näher angucken und ich habe das abgelegt bei mir am Computer und im Regal steht das Buch. Ich habe einen PDF-File auch geschickt. Wir werden das bei der Pro-Exegese für die Übersetzung vom Daniel-Buch berücksichtigen. Das ist jetzt natürlich spannend. Und ich war natürlich elektrisiert. Ja, da kommt da so eine Mail zurück. Ja? Und ich habe dann freundlich zurückgeschrieben. Ich würde mich freuen. Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. Das fand ich toll. Weil bisher habe ich immer die Ausleger angesprochen, ja, die das predigen. Und habe gedacht, die müssten doch wissen, dass da ein Astloch ist, wo die Säge nicht so richtig gerade durchläuft. Ja? Das ist ja alles, das ist zusammengezwängt. Ich war aber in der irrigen Vorstellung, dass die Ausleger da dankbar sind und sagen, ah stimmt, da habe ich mich geirrt, da muss ich ja meine Bücher alle umschreiben. Vielen Dank für den Hinweis. Ja? Und das war natürlich überhaupt nicht der Fall. Ja? Aber so naiv ist man manchmal. Ja? So, und jetzt habe ich aber gesehen, dass die Übersetzer da dankbar sind für, warum? Weil die noch keine Exegese gemacht haben. Deren Job und deren Aufgabe und deren Herzblut steckt ja in der sauberen Übersetzung. Die wollen das ja sauber übersetzen. Die haben aber jetzt nur diese Exegese. Und jetzt wissen die halt nicht, wohin mit dem Taschub. Die glauben, dass das Taschub hier zu Straßen und Gräben gehört. Ja? Und setzen das Taschub hier hinten an das Hergestellt dran, ja? Dass die wieder gebaut werden. Aber das Taschub ist eigentlich nicht dritte Person Feminin Singular, weil Gräben jetzt feminin wäre, während Straße ist auch maskulin. Sondern dieses Taschub steht im Hebräischen in der zweiten Person Maskulin Singular oder könnte so genommen werden. Du kehre wieder zurück. Zweite Person, du, ich, du, er, sie, es. Ja? Erste Person, zweite Person, du Daniel. Du Daniel, kehre zurück. Ja, kehre zurück auch mit der zweiten, mit den 62 Wochen an den Anfang und rechne das nochmal von dort. Das ist der Sinn. Und das ist natürlich spannend, weil wenn die sich jetzt durchringen könnten, die Übersetzer, und so eine neue rausbringen, wo das Taschub dann anders drin steht, dann müssen die Exegeten sich zumindest mal Gedanken machen, ob sie jetzt die revidierte, sanfte Revision nach Brockhaus nehmen oder Hückeswagen oder ob sie jetzt sagen, da hat jemand was übersetzt, da müssen wir uns vielleicht mal zusammensetzen und sprechen mal darüber. Das wäre natürlich hochspannend, ja? Und ihr wisst, dem habe ich das auch besprochen, der weiß, dass das stimmt. Das heißt, die Übersetzer geben mir recht. Warum? Die müssen sich nicht revidieren öffentlich. Das ist natürlich traurig, ja?
Weil das heißt ja, dass man sich dann schämt, und das kann ich auch verstehen, ja, dass man sagt, wir haben das jahrelang falsch gesehen. Und noch schlimmer ist, und ich kokettiere jetzt ein bisschen, ihr seht mir das bitte nach, dass das jemand findet, der nicht mal Hebräisch kann. Das ist ja wohl der Witz der Weltgeschichte, oder? Ja, so, ihr vergesst den letzten Satz wieder, ja. Aber das ist ja hochspannend, was hier passiert. Und ich möchte euch gerne ein bisschen zeigen, was sich da tut im Moment. Und dass so Leute, die so echt qualifiziert sind, sogar Bibel zu übersetzen und die Ursprachen zu kennen, dass die sagen, das wäre eine Lösung, um den Vers sauber zu übersetzen. Und dann macht die Rechnung plötzlich auch Sinn. Ja? Aber wir bleiben mal bei der alten Rechnung, um uns das noch ein bisschen weiter da zu Gemüte zu führen. Also wir haben praktisch die ersten 62, 7 Wochen und 62 Wochen, diese hier und die, die stehen in Vers 25. Und in Vers 27 steht dann nochmal, er wird einen festen Bund mit den vielen schließen, eine Woche, da ist die fehlende, seht ihr? Dann haben wir 7, 62 und eine macht 70 Wochen. Ja, das ist der Text und den habe ich euch so grafisch ein bisschen abgebildet, dass man den so als Muster im Kopf hat, was da passiert. So, und die ganze Frist, diese 69 Jahre, die will man natürlich gerne bis auf Jesus Christus rechnen, weil da steht ja vom Ausgang des Wortes bis auf den Messias sind 67 Wochen, meint man zumindest daraus zu lesen. Ja? Und deswegen möchte man gerne hier irgendwie ins Jahr 32 nach Christus kommen, weil da irgendwo in dem Zeitalter ist, in der Zeit ist Jesus wohl gestorben. Man weiß nicht, wann Jesus gestorben ist. Man weiß nicht, wann Jesus geboren wurde. Die Rabbiner spotten darüber. Die sagen, ihr wisst ja nicht mal, wann euer Jesus gestorben ist. Ich sage, ihr wisst ja auch nicht, wann euer Tempel zerstört wurde. Ja? Sie wissen nämlich nicht, ob es 68, 69 oder 70 war. Ja, da machen sie auch mit rum. Die streichen noch ganze Jahre, ja, aus den Kapiteln. Aber die machen die Christen unsicher damit. Ja? Was ich nur sagen will, man will irgendwie ins Jahr 32 kommen, weil das ungefähr zwischen dem Jahr 30 und 33, vielleicht noch 34, könnte Jesus gestorben sein. Aber das genaue Datum, das weiß man nicht. Das ist wichtig für nachher, weil man will das hier nämlich taggenau berechnen. Und wir haben bei der Bank gesagt, da wird eine Genauigkeit vorgetäuscht, die trügerisch ist. Da täuscht man eine Genauigkeit vor, die man nicht hat. Ich zeige euch aber gleich, wie das gemacht wird, ja. So, um hier irgendwo ins Jahr 32 nach Christus zu kommen, fängt man die Rechnung mit dem Artaxerxes an. Ja? Denn Artaxerxes hat ja mal ein Dekret rausgegeben, dass Jerusalem gebaut werden sollte. Aber Kyros auch. Und Darius auch. Jetzt haben wir schon 3 Dekrete. Und das vom Artaxerxes war das späteste. Man nimmt das nur deswegen, weil es das Einzige ist, was das vordefinierte Ergebnis herbeibringen kann. Ungefähr zumindest. Das ist der einzige Grund. Ja? Das heißt, man fängt von Artaxerxes im Jahr 445 an. Man sagt hier, zeige ich euch gleich ein Video kurz, hier ist Jerusalem gebaut worden nach 7 Jahrwochen, nach 49 Jahren. Dann rechnen wir hier bis ins Jahr 32 nach Christus. Da ist Jesus gestorben, in der letzten 70. Jahrwoche kommt dann hier der Antichrist und am Ende ist der Tod des Antichristen und dann kommt Christus wieder auf den Ölberg und dann fängt das tausendjährige Reich an. So rechnet man das. Ja, es ist leider nicht so ganz richtig, ja? Aber wir schauen uns im Detail nochmal an, was da passiert. Ja? Das heißt, man fasst also diese 62, hier fasst man hier zu 69 Jahrwochen zusammen. Warum? Weil man zum Glück ja den Punkt nach hinten verschoben hat. Steht ja in einem Satz, nehmen wir das zusammen. Ja? Jetzt rechnen wir das mal. Und da kommt was ganz Komisches raus. Wir rechnen nämlich von 445 vor Christus, rechnen wir 483 Jahre. 70 Jahrwochen sind 70 mal 7 Jahre, macht 490. 70 mal 7 macht 490. 69 mal 7 macht 483. Stimmt? Ja, nach Adam Riese, ja? Nicht nach Rabbi Singer, aber nach Adam Riese schon, ja? Das heißt, wir gehen vom Jahr 445 vor Christus, gehen wir 483 Jahre in die Zukunft und kommen hierhin. Wir kommen 38 nach Christus. Das ist aber ein Problem. Ich mache es nochmal andersrum, kann man es besser rechnen, ja? 13 minus 5 macht 8, 8 minus 5 macht 3. 38 nach Christus. Wir sind hier. Aber im Jahr 38 nach Christus kann Jesus nicht gestorben sein, aus bestimmten historischen Gründen. Das kann nicht sein. Das ist zu spät. Das muss früher sein.
Ja, jetzt hängen im Schacht, haben wir gesagt bei der Bundeswehr. Kommt dann nicht mehr vorwärts und nicht mehr zurück. Jetzt haben wir so schön angefangen, ja, und jetzt haben wir ein Problem, weil wir kommen ins Jahr 38 nach Christus. Und jetzt staucht man das. Das staucht man so lang zusammen, bis halt passt. Reim dich oder ich fress dich, sagt man, ja. Man nimmt dazu prophetische Jahre, die angeblich nur 360 Tage pro Jahr haben. Müsste man mal ein bisschen nachschauen, wie das begründet wird. Es gibt meiner Meinung nach keine prophetischen Jahre in der Bibel. Ich habe mir eine dicke Doktorarbeit besorgt, die war sehr, sehr teuer. Da hat einer geschrieben über die heptatischen Jahre in der Bibel. So ein Ding hat er geschrieben, Doktorarbeit. Der schreibt die ganzen Sachen auf und ich habe lange zitiert daraus, ich habe das ganze Ding durchgeackert, ja. Weil ich kann das ja nicht einfach hier behaupten einfach. Ich muss das beweisen, weil das mir sonst keiner glaubt. Weil ich habe ja keinen Professor. Ich habe mir schon mal eine Brille gekauft, das ist ja schon mal ein gewisser Fortschritt, ja. Das ist ja ein gewisser Intellektualitätsstrahl, das ja aus, ja. Aber mehr habe ich ja nicht. Was ich aber habe, ist, ich kann die Quellen angeben, ich kann die zeigen, ich sage, lest das selber nach, ja. Das kann ich. Und das muss ich auch, weil es sonst keiner mehr glaubt. Aber das ist jetzt die Situation, die wir haben, und die Probleme sind noch viel größer. Das, was hier gezeigt wird, das würden wir in der Immobilienwirtschaft würden wir sagen, das ist Pfusch am Bau. Wer so ein Haus baut, das fällt sofort ein. Und diese Struktur, die wir haben, die auf den ersten Blick passt die natürlich und die klingt auch erstmal toll. Und als Laie beschäftigt man sich ja auch nicht so damit, weil man hat ja auch seine tägliche Arbeit und seine Familie und man ist auch manchmal abends müde und das ist auch okay. Ja? Wer befasst sich denn mit sowas und wer hinterfragt das denn? Was mich so enttäuscht ist, in dem Moment, wo man diese Dinge tiefer angeht, fällt man in so ein Loch rein und sieht, da ist ja gar nichts hinter. Ja, das ist ja ein Windbeutel, aber ohne Sahne. Ja? Entschuldigung, es ist schon so spät, das ist so ein trockenes Thema. Ja? Okay, also 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk, aha, und über deine heilige Stadt. Die 70 Jahrwochen gehen nur Israel an. Wenn aber noch eine 70. Jahrwoche kommt, muss ja Israel wieder da sein. Genau, das haben wir ja. Ja, das ist spannend. Ja? Also 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. So wird dem Übertreten gewährt, die Sünde abgetan, die Missetat versöhnt und eine ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichter und Weissagen versiegelt und ein hochheiliges gesalbt werden. Kleiner Hintergedanke, manche sagen, die 70. Jahrwoche war schon. Die ist schon zur Zeit Jesu auch gewesen, ist alles schon vorbei. Gibt es Leute, die sagen sowas? Dann sage ich, okay, wenn die 70. Jahrwoche schon zur Zeit Jesu war oder irgendwo um die Zeit der Zerstörung des Tempels, ja, gibt es alle ganz, ganz viele Konstruktionen, dann müssten zu der Zeit ja auch die Gesichter und Weissagungen versiegelt sein. Jetzt schreibt der Paulus aber von Weissagungen 25 Mal im Neuen Testament. Ist der Paulus dann ein Irrlehrer? Der schreibt da vom Weissagen. Aber wenn die 70. Jahrwoche schon gewesen ist, dann wären ja auch Weissagungen versiegelt worden. Die Offenbarung ist voller Gesichte. Müssen wir die Offenbarung dann streichen? Müssten wir sagen, das waren alles Visionäre, Schauer, Seher, bisschen naja, komische Leute, ja, haben irgendwas aufgeschrieben. Was? Ja? Wenn die 70. Jahrwoche schon gewesen ist, dann ist die Weissagung schon versiegelt. Dann ist auch ein Hochheiliges gesalbt worden. Und das ist nicht Jesus hier, das ist der Tempel. Das ist das Allerheiligste des Tempels, was da nach der 70. Jahrwoche als gesalbt vorhergesagt wird. Also nach meiner Überzeugung muss die 70. Jahrwoche noch kommen. Weil wenn die vorbei ist, dann wird der Tempel gesalbt. Welcher? Der vom Hesekiel. Ja? Und dann wird die Weissagung versiegelt. Warum? Weil Christus dann sichtbar auf die Erde wiedergekommen ist. Nur mal so als Hintergedanke. Ja, so wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, Taschub, ja, ihr wisst es schon, hier steht Taschub, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, hier steht eigentlich bis auf einen gesalbten Fürsten, sind 7 Wochen. Oh, ein Semikolon, das scheint die Brockhaus zu sein da, ja. Hier ist ein Semikolon, damit man dieses Etnach, wo bin ich denn hier? Hier, ja, damit man dieses Etnach berücksichtigt. Ich finde, das Etnach ist vollkommen unerheblich. Das haben die Rabbiner im 12. Jahrhundert ohne Geist und ohne Glauben an Jesus da irgendwie eingefügt. Warum macht man so ein Aufhebens drum? Ja, aber ist halt so, steht halt drin. Ja, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Ja, das ist jetzt das, was die Variante, die ich eben genannt habe. Also bis auf den Gesalbten sind 7 Wochen, Semikolon. Und 62 Wochen lang, gibt es auch, ja, so werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Moment,
Nach 69 Wochen, oder? Wir haben doch 67 addiert und haben bis Jesu Kreuzigung gerechnet, oder? Da müssten wir das sagen, nach 69 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet. Aber hier steht, nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Jikaret. Vollkommen vernichtet. Null Existenz. Weg. Der wird nichts mehr haben. Nichts mehr sein. Das können wir von Jesus nicht behaupten. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Und er wird in die Länge leben, Jesaja 53. Und er wird große Beute haben und er wird Frucht haben und Könige werden ihren Mund verschließen vor ihm. Christus lebt, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Ja? Was ist denn aber das dann hier für ein Gesalbter? In Klammern, das ist ein anderer Gesalbter, der da sein Ende gefunden hat. Und zwar nach 62 Wochen, ich zeige euch das gleich, ja? Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum verstören, Jerusalem, das, die Stadt und das Heiligtum, Tempel, ja, dass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut und bis zum Ende des Streits wird es wüst bleiben. Verwüstung ist angesagt, ja. Er, wer denn? Dieser Fürst. Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören und bei den Flügeln, das wisst ihr schon, Kanaf, und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Ein Gräuel der Verwüstung, ja? Eine große Verwüstung. Und bis zum Ende wird es wüst bleiben. Und ihr seht schon hier, er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche. Da sagen die Ausleger, der Antichrist wird mit Israel eine Woche lang einen Bund schließen. Und ich sage, wieso steht das dann da nicht? Ja? Warum steht dann da nicht, er, der kommende Fürst, der Antichrist, da bin ich einverstanden mit, ja? Warum steht da nicht, er wird Israel den Bund stärken eine Woche lang? Warum steht da die vielen? Weil der Norden Israels vom Süden abgebrochen ist, politisch sich entfernt hat, Apostasia, und gar keine Zeit mehr hat, ein eigenes Staatswesen zu gründen, eine eigene Armee, eine eigene Judikative, Exekutive, Legislative. Das sind nur noch viele. Es ist eine unstrukturierte Menge an Leuten, die nicht wissen, wohin. Eins wissen sie nur, mit denen im Süden nicht mehr. Das wollen wir nicht mehr. Ja? Das heißt also, der Norden bricht ab in Israel und weil die Zeiten sich überschlagen, weil das so schnell geht, dass die gar keine Zeit mehr haben, Wahlen abzuhalten, eine Verfassung einzurichten, ein Staatswesen zu gründen, sind das nur noch viele. Und mit dem Norden, mit dem sogenannten Ephraim, bildet Syrien ein Bündnis in der Endzeit, der Syro-Ephraimitische Bund, das kommt alles wieder. Das ist hier beschrieben. Er, der Syrer, das kleine Horn, wird aber viele, nämlich Ephraim, den Bund stärken. Eine Woche lang, die werden zusammen in ein Bündnis gehen. Der Satz ist im Hebräischen noch viel karger als im Deutschen. Noch viel kürzer. Sodass man auch sagen könnte, er wird mit vielen einen Bund machen, eine Woche lang, könnte man sagen. Weil der braucht selber das Bündnis, weil der noch klein und schwach ist. Das ist ein kleines Horn, ein kleiner Antichrist. Ein klitzekleines Antichristlein ist das. Ja? Ein kleines Horn steht doch da. Ein Hörnchen. Und es wird zu einem großen Horn werden und schneller, als man das glaubt. Aber der ist so klein, der braucht irgendwo diese vielen Ephraim und mit ihnen einen Bund zu schließen, eine Woche lang. Und mitten in der Woche, also eigentlich nach 3,5 Jahren, wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flügeln, Kanaf, bis in die hinterste Ecke, wird Gräuel der Verwüstung sein, weil der alle umbringen wird. Das hat Antiochus schon mal gemacht. Antiochus Epiphanes hat 7 Jahre lang geherrscht. Aha, also eine Woche lang hat er geherrscht, ja. Das ist ja fast so, als ob der Antiochus Epiphanes schon die 70. Jahrwoche vorweggenommen hat. Genau. Der hat eine Woche lang, 7 Jahre lang geherrscht, von 171 vor Christus bis 164. Wer rechnen kann, merkt, das sind 7 Jahre. Ja? Ist das wahr? Ja, ist wahr, ja. Und in der Mitte seiner Herrschaft ist er nach Jerusalem rauf und hat da ein Gräuel der Verwüstung angerichtet, weil der die Juden alle umgebracht hat, zu Hunderttausenden gemeuchelt hat, ein Blutbad angerichtet hat, ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet hat und das Opfer und Speisopfer abgetan hat. Ach so, das heißt, der Daniel macht überhaupt keine Endzeitaussage. Alle sind ganz nervös und wollen direkt zum Antichristen springen. Ich sage, Gemach, Gemach. Daniel sagt im 5. Jahrhundert, Antiochus Epiphanes voraus im 2. Jahrhundert.
Und das alles, was hier steht, bis auf kleine Details, hat alles Antiochus getan. Später. Ja? Daniel 11. Ja? 10, 11, 12. Das ist ja Daniel 9. Ja? Das heißt also, der Antiochus hat schon mal 7 Jahre geherrscht. Er hat schon mal einen Gräuel der Verwüstung angerichtet. Und er ist eigentlich der, den Daniel vorhersagt. Das heißt, dann hätte ja die Daniel-Prophetie mehrere Erfüllungszeitpunkte. Exakt 2. Einmal bei Antiochus in der Antike. Und weil dieser Antiochus in der Endzeit wieder aufkommt, in Anführungsstrichen, ein endzeitlicher syrischer Herrscher, wird er dasselbe tun, was der Antiochus getan hat. Und das sagt Jesus. Wenn ihr aber sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte, wo er nicht stehen soll, wer das liest, der achte auf den Propheten Daniel, der merke darauf, ja, dann flieht in die Wüste. Jesus bezieht sich auf Antiochus. Ja, mehr noch. Jesus bezieht sich auf seine eigenen Worte. Denn die letzte große Prophetie in Daniel 11, Daniel 10 und 11, bekommt Daniel nicht mehr von einem Engel, sondern vom Menschensohn höchstpersönlich. Jesus ist sehr bescheiden. Jesus hätte sagen können, wenn ihr sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, dann achtet auf das, was ich Daniel gesagt habe vor meiner Fleischwerdung. Das ist was Großes. Da lesen wir so drüber weg. Aber Jesus ist sehr zurückhaltend. Er sagt, wer das liest im Propheten Daniel, der merke darauf, das hat er Daniel gegeben. 500 Jahre bevor er von einer Jungfrau geboren wurde und unter das Gesetz getan. Das ist Christus vor seiner Fleischwerdung, der Menschensohn kommt. Höchstpersönlich, ja, so. Die Prophetie Daniels, die geht in höchste Höhen da. Ja, nur am Rande das, ja. Das heißt also, der Antiochus Epiphanes wird hier zunächst beschrieben. In Daniel 9 gibt es ganz sanfte Andeutungen, dass das auch bis aufs Ende schon reicht. Aber zunächst ist Antiochus Epiphanes, der das erfüllt. Der hat auch einen Bund mit Israel gemacht für eine Woche. Mitten in der Woche hat er Opfer und Speisopfer aufhören lassen. Und bis in den hintersten Winkel hat er Gräuel der Verwüstung angerichtet. Bis das Verderben, und jetzt wird es endzeitlich, jetzt wird es final, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Warum? Weil das alles nochmal exakt in der Endzeit kommt. Das war schon mal und das kommt als Abklatsch so in der Endzeit. Das heißt ja, wenn ich meine Bibel kenne und weiß, was gewesen ist, weiß ich, was kommt. Genau, das ist Prophetie. So funktioniert die Daniel-Sache, ja? Aber wir wollen jetzt nicht so sehr mit dem Inhalt uns da auseinandersetzen, sondern mehr mit der Berechnung, ja? Hier sieht man nochmal in der Übersicht, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk, über Israel und über die heilige Stadt. 7 Wochen, 62 Wochen, eine Woche macht zusammen 70, ja? Also das sind die Fristen, die im Text stehen. Ja, über deine Stadt. So, jetzt haben wir schon gesehen, wenn wir das jetzt rechnen, irgendwie müssen wir das ja unterbringen historisch, ja? Und wenn wir das rechnen von Artaxerxes, da kommen wir mal ins Jahr 38 nach Christus. Wie hilft man sich jetzt? Man muss das ja schrumpfen. Man muss ja irgendwie weiter nach vorne kommen, weil 38 kann Jesus da nicht gekreuzigt worden sein. Das muss vor 38 gewesen sein. Und deswegen geht man jetzt her, rechnet von Artaxerxes bis 32 nach Christus und schrumpft diese insgesamt 483 Jahre auf nur noch 476,38 Jahre. Ja? Das sind dann aber keine 69 Jahrwochen mehr. Und selbst wenn man hier zu den 400, das sind dann nur noch 68,04, glaube ich, ich habe nicht so ganz im Kopf. Das sind nur noch 68 Jahrwochen, weil man das ja gestaucht hat. Und dann, selbst wenn man noch eine 70. Jahrwoche hätte, dann kommt man bei der Rechnung, die ihr alle kennt und die euch vorgestellt wird, auch nur auf 69 Wochen. Da hat man auch keine 70. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Weil bei meinem Modell kritisiert man und sagt, du hast ja nur 63, weil die ersten Fristen parallel laufen. Dann sage ich, ja gut, aber bei dem haben wir ja auch keine 70 Jahrwochen. Warum? Weil das alles zusammengestaucht wird. Wie macht man das jetzt? Man geht her und sagt, 69 Jahrwochen mal 7 Jahre sind 483 Jahre. Und diese 483 Jahre, die multipliziert man mit 360 Tagen pro Jahr. Das soll ein prophetisches Jahr sein. Das existiert meiner Meinung nach nicht in der Bibel. Ich habe das in dem Buch ausführlich argumentiert, warum es das nicht gibt. Weil man da Fristen miteinander vergleicht, die hintereinander liegen in der Offenbarung und nicht übereinander. Ja? Das ist eine Chimäre, die uns hier vorgestellt wird. Das ist fatal, aber das ist so. Ja? Wir haben jetzt nicht die Zeit, das so weit zu zeigen. Aber das macht man hier zumindest. Man behauptet, es gibt ein prophetisches Jahr, damit man das irgendwie hinkriegt. Ja?
Und dann rechnet man 483 mal 360 Tage, macht 173.880 Tage. Und die teilt man jetzt wieder durch ein Sonnenjahr. Ja? Also mal 360 und durch 365 gibt auf jeden Fall weniger als vorher. Ja? Und dann kommt man auf 476 Jahre. Und diese 476, ich habe das hier nochmal so ein bisschen aufgedröselt, ja, dass man es auch gut lesen kann. Und diese 476 Jahre, die fügt man dann hier an. Und dann kommt man ins Jahr 32 nach Christus und sagt, Halleluja, wie exakt ist denn die Bibel? Und das auch noch im Frühjahr, im April, 8. April oder 8. Mai, da ist Jesus gekreuzigt worden. Sag ich, woher wisst ihr das? Ja, das haben wir ja hier ausgerechnet. Ja, sag ich, Zahlen sind grausam. Ja? Wenn man das rechnet, muss man das auch richtig rechnen. Warum? Weil das sonst falsch ist. Ja? Und das Blöde in der Mathematik ist, dass es halt nur richtig oder falsch gibt. Es gibt nur 0 oder 1. Ja? Es gibt keinen Interpretationsspielraum beim Rechnen. Und das finde ich so spannend hier. Ja? Das wird euch aber überall vorgestellt. Im Brustton der Überzeugung, das Internet ist voll davon. Auch in Amerika, auch überall wird das hier gerechnet. Und mal stolz, 173.880, ich bitte euch. Ja? Hallo. Und das weiß man dann zum Teil, ich frötzel ein bisschen, ihr seht mir das nach, ja. Aber ich reg mich da ein bisschen drüber auf, weil da wird eine Genauigkeit erzeugt, die Bibel nicht hergibt. Und niemand weiß, in welchem Jahr Jesus gestorben ist. Das müssen wir in aller Bescheidenheit zugeben. Warum? Weil man es halt verschwiegen hat, weil es Jeschu war. Weg, weg, weg mit dem. Weg. Die waren froh, wie er weg war. Wer will das denn aufgeschrieben haben in Geschichtsbüchern, ja? Das war die Situation Jesu zur damaligen Zeit, ja. Wir sind ja dankbar, dass er gestorben und auferstanden ist. Ja? Aber damals hat das auch niemand vermerkt. Im Römischen Reich, ich bitte euch, Pilatus hat gekreuzigt, was das Zeug hält. Straßenzüge waren gekreuzigt. Und da war dummerweise ein Zimmermann drunter. Ja und? Weiter. Ja? Der Pilatus war ein Jugendfreund vom Kaiser in Rom. Der Vorgänger von Pilatus, der ist resigniert. Der hat gesagt, die Juden sind nicht zu regieren. Die messern sich und das ist ein Terrorvolk ohne Rand. Und der hat vollkommen resigniert. Und dann hat der Pilatus als Emporkömmling, hat er gesagt, ich könnte das lösen. Dann sagt der Kaiser in Rom, ja gut, also wenn du Karriere machen willst, ich habe einen tollen Job für dich. Gehst du mal nach Jerusalem. Und dann hat der Pilatus gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Und hier ziehen wir aber gnadenlos durch. Die verstehen ja nichts anderes. Und dann wurden straßenzugweise Menschen gekreuzigt. Der Pilatus war ein Tier, ein Viech. Ja? Und da war ein Zimmermann drunter, ja. Und da ist Jesus mitgekreuzigt worden. Und zum Schluss ist Pilatus in Rom in der Gosse irgendwo gestorben. Der ist wahnsinnig geworden, weil der hat einen zu viel gekreuzigt. Aber die sind alle irgendwo, ja, Jesus ist begraben worden. Das war wohl was Besonderes. Die anderen hat man auf den Töpferacker geworfen oder irgendwo verscharrt. Ja? Das waren diese brutale Zeiten, ja. Gut, also man weiß nicht genau, wann Jesus gestorben ist. Man kann also nicht auf ein Referenzjahr rechnen und sagen, guck mal, wir haben die Gegenprobe gemacht, das stimmt. Ja, so geht das in der Mathematik nämlich normalerweise. Man sagt, wir haben da irgendwo irgendwas und wir haben jetzt das, was wir auf jeden Fall von vornherein als Ergebnis haben wollen, das haben wir so hingebogen, jetzt freuen wir uns alle. Amen. Ja, das kann es nicht sein, Entschuldigung. Ja, also, jetzt hat man natürlich ein Problem, weil bei der Kalkulation gibt es ja das Problem, dass der Engel nicht sagt, es sind hier 69 Wochen bis zu einem Gesalbten. Sondern der Engel sagt ja dummerweise, es sind 7 und 62 Wochen bis zu dem Gesalbten. Der Engel macht hier also eine Zäsur nach 7 Wochen. Und jetzt müssen natürlich die Theologen, die das rechnen, müssen ja einen Grund dafür angeben. Also haben sie lange gesucht und haben gesagt, im 49 Jahre nach dem Jahr 395 war das hier, da war Jerusalem wieder fertig gebaut. Sag ich, wo habt ihr das her? Wenn die hier die Mauer gebaut haben, ja, da sind Zehntausende, die da gemauert haben und die haben innerhalb von 2 Jahren, haben die da für die ganzen Stämme dort, haben die Häuser hergestellt. Und die sind alle nach Jerusalem rauf und haben dort die Häuser gebaut in Jerusalem. Die Stadt war in 2, 3 Jahren, spätestens war die fertig gebaut, nicht in 50 Jahren. Das ist ein Pseudo-Argument, was man da anführt. Habe ich im Buch auch deutlich auch noch ausgeführt. Nur so als Hintergrund. Man behauptet, hier wäre Jerusalem wieder gebaut worden. Was heißt das denn? War da die letzte Parzelle bebaut oder wann ist denn eine Stadt fertig gebaut? Wenn kein Haus mehr in die Stadtmauer passt oder was ist denn das für eine Aussage, die man da trifft? Außerdem hat der Engel nicht gesagt, dass nach 49 Jahren Jerusalem gebaut ist. Der Engel hat gesagt, nach 49 Jahren kommt ein Messias, oder? Vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem gebaut werden soll, bis auf einen gesalbten Fürsten sind es
7 Wochen. Ach so, dann ist der Beginn ist praktisch die Baugenehmigung und von der Baugenehmigung Jerusalems bis auf einen gesalbten Fürsten sind sieben Jahrwochen und nicht von der Baugenehmigung bis zur Fertigstellung der Stadt. Ja? Aber hier sagt man, von der Baugenehmigung, vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem gebaut wird, bis zur Fertigstellung Jerusalems waren es 49 Jahre, also 7 Jahrwochen. Das stimmt nicht, das sagt der Engel nicht und das passt auch baulich nicht und das passt zeitlich nicht. Das passt überhaupt nicht. Was ist das dann? Das ist ein Pseudo-Argument. Ja? Das steht Ihnen aber schön, das Kleid, ist auch ein Pseudo-Argument, funktioniert aber. Ja? Das hofft man hier auch, ja? Wenn man einen guten Grund hat, dann ist das schön, wenn man keinen Grund hat, dann macht man sich einen. Ja? Und das ist für mich so gemacht, ergibt sich nicht zwanglos. Das muss man stauchen und schrumpfen. Und bitteschön, wenn man diese alle schrumpft hier, muss man dann die letzte 70. Jahrwoche auch schrumpfen? Von 7 Jahren auf 6,5? Müsste man doch auch. Hier ist auch eine Jahrwoche. Ja? Das sind alles Fragen, die offen sind bei dem Modell, die nicht beantwortet sind. Jetzt zeige ich euch mal, ich hoffe, dass das funktioniert. Doch, müsste eigentlich gehen. Ich habe zwei Pastoren. So wisse nun und merke, von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem gebaut werden soll, bis auf den Gesalbten. Da soll ein Gesalbter kommen. Aber im Jahr 395 vor Christus kam kein Gesalbter. Hat man da vergessen, was der Engel sagt? Ja, offensichtlich. Der Engel sagt nicht, von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis zur Fertigstellung Jerusalems sind 7 Wochen. Das sagt der Engel nicht. Der sagt vom Ausgang Jerusalems bis auf einen Gesalbten. Also müssten im Jahr 395 vor Christus ein gesalbter Fürst kommen, nach der Rechnung. Tut er aber nicht. Ja, was reden die denn dann? Ja? So, jetzt zeige ich euch mal kurz. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das wäre auch seltsam, ne? Weil wenn wir die 7 Wochen, die 62 Wochen, die hängen direkt miteinander zusammen. Die hängen zusammen, natürlich. Also ist ja, und also die eine Woche auch davon noch, ausgehen, ja? Dass die eine Woche da auch dran genau, 7 plus 62 plus eine Woche sind zusammen 70 Wochen. Und das sind genau die 70 Wochen, die hier beschrieben sind. Natürlich. 7 Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen, genau, also diese richtig. 49 Jahre. Genau. 7 Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen, genau, also diese richtig. 49 Jahre. Genau. 7 Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen, genau, also diese richtig. 49 Jahre. Genau. Das hat der Engel nicht gesagt. Ist natürlich blöd, wenn man das jetzt Leuten zeigt. Ist ja auch peinlich für die beiden Herren, ja? Und ich will die auch nicht bloßstellen. Ich will euch nur zeigen, ich habe noch zwei andere, die ich euch zeigen könnte. Die habe ich aber heute rausgeschnitten, ja? Das ist Common Sense. Das wird gepredigt. Und das schlucken die Leute zunächst mal. Warum? Naja, weil niemand so die Zeit hat, sich damit so tief zu beschäftigen. Dann akzeptiert man das einfach auch mal. Ist ja auch nicht schlimm, ja? Aber die Leute, die sich damit beschäftigt haben, die das studiert haben, die müssten da eigentlich tiefer blicken. Und selbst wenn sie es jetzt nicht selber gefunden haben, müsste man doch eigentlich wie so ein Trüffelschwein überall ein bisschen graben und suchen und schnüffeln. Wo gibt es denn hier was? Und kann man das irgendwie, das ist ja nicht befriedigend, was hier gemacht wird. Ja? Und wenn man jetzt von Artaxerxes aus diese 7 Jahrwochen geht, dann wird da immer behauptet, dass da Jerusalem fertig gebaut worden wäre. Aber der Aufbau der Mauer in Jerusalem war unter Nehemia, 445 bis 443, 2 Jahre lang. Und nach 443 haben sie dann auch innerhalb von Jerusalem angefangen, auch mit Tempel und so weiter, und haben dann Häuser gebaut. Und die haben für den ganzen Stamm Juda, haben die 2-3 Jahre gebraucht, dann war das alles fertig. Und dann sind sie nach Jerusalem rauf und haben dort Häuser gebaut. Und es waren ja, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, das waren ja Hunderttausende von Leuten, die da gemauert haben, parallel. Und die haben ja nicht für ein Jahr gebraucht für ein Haus. Die haben ja keine Wärmepumpe gebraucht und Pelletsheizung und ja, Wärmedämmung und Solar. Ja. Es waren halt 4 Wände und ein Dach oben drauf. Ja. Und dann war das Haus fertig und da kam das nächste dran. 50 Jahre lang. Nö. Ja. Okay. Das heißt also, wir stauchen hier diese Zeit irgendwie zusammen, um ins Jahr 32 zu kommen. Entweder stauchen wir die hier oder wir müssten die eigentlich auch stauchen. Ja, dann hätte man hier wahrscheinlich 61,3 und hier hätte man dann 6,7 oder irgendwo so in der Größenordnung. Ja, aber das müsste alles dann zusammengestellt. Und hat der Engel das gemeint? Meint der Engel das, was er da sagt, das muss man erst von Solaren in Lunarjahre umrechnen und dann mit 173.000, meint das der Engel? Das ist ja die Frage, ob man das überhaupt tun soll. Man macht ja was der Engel überhaupt nicht sagt. Ein Pastor aus der Schweiz, der
Johannes Pflaum, der hat gesagt, wir wissen nicht, warum der Engel die Fristen in diese Rechnung in drei Fristen unterteilt hat. Wir wissen auch nicht, warum wir 7 und 62 Wochen addieren sollen, aber wir machen das einfach mal. Wenn man das in der Medizin macht, bei einer Blinddarmoperation, ja, wir wissen nicht, warum wir hier aufschneiden, aber wir machen das einfach mal. Das ist ganz unangenehm nachher, ja. Wir haben den Blinddarm, aber der ist über 20 Meter lang. Ne? Der Rest ist auch noch drin, ja. Wir machen mal zu. Ich versuche das ein bisschen aufzulockern. Das macht man hier theologisch, ja. Unwidersprochen. Und wenn ihr das widersprecht, dann kriegt ihr Ärger. Ja, das will man nicht widersprochen haben. Aber das muss man hinterfragen, ich bitte euch, ja. Das ist ja naiv. Ich bin zu alt, um alles zu glauben. Ihr doch auch, oder? Wir glauben doch seit 3 Jahren glaube ich mir bei weitem nicht mehr alles, oder? Und ich sage euch, das wird so irre werden, dass nur noch die Heilige Schrift übrig bleibt. Und deswegen müssen wir die Bibel ein bisschen kennenlernen, ja? Und Jesus nachfolgen. Das ist das letzte Licht, was da bleibt, ja? Okay, also er sagt, so wisse nun und merke, von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wieder gebaut werden. Ja, jetzt haben wir schon unser Taschub hier, ja? Und wir haben ja schon unser Etnach hier auch, ja? Jetzt werden wir langsam ein bisschen vertraut mit dem Text. Das heißt also, vom Baubefehl, von der Baugenehmigung bis auf einen, steht hier eigentlich, ja, bis auf einen gesalbten Fürsten sind 7 Wochen. Und nicht bis zur Fertigstellung Jerusalems. Aber warum rechnen denn alle von Artaxerxes? Ja? Weil es nur von ihm passt. Jetzt haben wir aber insgesamt 3 Könige. Und 3 Könige haben Edikt gegeben. Und der erste war der Kyros. Da müsste man da eigentlich vom Kyros ausrechnen. Oder mal vom Darius. Und wir können das ja mal probieren. Wir rechnen mal von Kyros, rechnen mal von Darius und mal von Artaxerxes. Das wäre die Rechnung von Kyros. Ja? Da kommt man nach 49 Jahren ins Jahr 510 vor Christus. Da ist aber kein Gesalbter gekommen und hier ist Jesus nicht gestorben. Da kann man sicher sein. Das passt also nicht. Also nehmen wir den Kyros weg. Dann nimmt man den Darius von 537, da kommt man ins Jahr 488. Hier ist auch kein Gesalbter gekommen, hier ist Jesus nicht gestorben. Passt auch nicht. Dann haben wir noch den Artaxerxes, da kommen wir mal in die Nähe und das kriegen wir schon hin. Ja? Das stauchen wir so lange und da denken wir uns was Gutes aus, dann kriegen wir das irgendwo hingerechnet in ein Jahr, was wir nicht kennen, aber das soll es dann sein. Das macht man da. Ja? Das heißt, bei Artaxerxes kommt aber im Jahr 396 vor Christus auch kein Gesalbter. Bitte? Ich wollte das gerade fragen, welcher Grund. Ja, genau, ne, da kam auch kein, da war nichts Wichtiges. Ja? Ja? Das ist natürlich fatal. Also warum rechnen alle von Artaxerxes? Weil nur so die Umrechnung passt. Sie kriegen es halt irgendwie so hin. Und wir machen jetzt was anderes. Wir rechnen nämlich von einem anderen Zeitpunkt aus. Wir rechnen von dem Jahr 605. Nicht von 445, sondern von 605. Warum machen wir das? Wir machen das deswegen, weil nicht nur Kyros und Darius und Artaxerxes einen Befehl gegeben haben, sondern weil Gott selbst auch einen Befehl zum Aufbau Jerusalems gegeben hat. Welchen von den 4 Befehlen würdet ihr denn vorziehen? Na, den fettgedruckten doch, bitteschön, oder? Da müsste man ja gucken, wann hat Gott denn den Befehl gegeben, dass Jerusalem gebaut wird? Hat Daniel das vielleicht in Daniel 9 gelesen? Steht das vielleicht in Jeremia 25? Was ist denn da gewesen, ja? Also diese Stelle, wo Gott den Befehl gibt, das steht in Esra 6, Vers 14. Und die Ältesten der Juden bauten, das war so 520, 518, 516, ja, die bauten und es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Haggai und Sachaja, des Sohnes Iddos, und sie bauten und richteten auf nach dem Befehl des Gottes Israels. Number one, zuerst kommt Gott. Das wäre aber mal gelacht, bevor hier 3 heidnische Könige kommen. Da kommt der Gott Jerusalems, der Gott Israels, ja? Das ist ja keine Frage. Sie bauten nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros, Darius und Artaxerxes, der Königin Persien. Also haben wir 4 Dekrete. Ja, genau. Ja, wieso werden dann nur 3 genannt? Ja, weil man mit dem Befehl Gottes da nichts anfangen kann. Weil es passt irgendwie nicht. Scheinbar, ja? Der Daniel liest in Jeremia 25 und da steht in Daniel 9, Vers 1, wir waren jetzt eben Daniel 9, 25 bis 27, jetzt gehen wir ganz an Anfang des Kapitels, da steht im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros aus dem Stamm aus der Meder-Stamm, der über das Königreich der Chaldäer König ward, in diesem ersten Jahr seines Königreichs, 539 vor Christus war das, in diesem ersten Jahr seines Königreichs merkte ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen.
Wie kommt der, wieso erinnert er sich denn daran? Der Daniel ist im Jahr 605 vor Christus in der ersten Wegführung nach Babylon gebracht worden, als Teenager. Und vielleicht hat er in den Schriften gelesen, das ist auch übrigens interessant, das habe ich euch gestern gesagt, ja, in den Büchern, in den Schriften merkt er auf die Zahl. Und diese Bücher, dieser Kanon, den er hatte, der enthielt offensichtlich den Propheten Jeremia und sicher den Propheten Jesaja und sicher das Richterbuch. Ja, und sicher die Tora-Rollen, die fünf, und noch einige andere Bücher. Das heißt, es gab damals schon einen Kanon. Ja? In den Büchern merkt er darauf, dass der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Von 605, 70 Jahre weiter, kommen wir ins Jahr 535. Daniel liest das hier im Jahr 539, im ersten Jahr des Darius. Der sagt, eigentlich sollten wir in 4 Jahren wieder heim. Warum? Weil die Politik das so vorgibt? Oder steht das da in der Zeitung oder in ARD und ZDF in Babylon? Nö. Der hat in seine Bibel geguckt. Das ist ja, was ich immer sage. Der kannte die Bibel und sagte, wo war das denn? Und da hat er da gerollt und gerollt und gerollt, bis er irgendwann zum Jeremia kommt. Ja? Und in Jeremia 25 und 29, da steht von 70 Jahren. Jeremia 25 steht, dies ist das Wort. Dies ist das Dabar. Die Rabbiner sagen, da steht in Daniel 9 nicht vom Ausgang des Befehls, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte. Das übersetzt ihr da rein, weil ihr Artaxerxes im Hinterkopf habt. Im Hebräischen steht vom Ausgang des Wortes, vom Ausgang des Dabar. Dabar-Übersetzung kennen manche von euch vielleicht, ja? Vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte. Und dieses Wort, das steht hier, dies ist das Dabar, welches zu Jeremia geschieht. Da geschieht ein Wort Gottes an Jeremia. Über das ganze Volk Juda im 4. Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda, welches ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs zu Babel. Das hat Daniel gelesen. So wisse nun und merke von der Zeit an, da ausgeht ein Wort, ein Dabar. Das ist das Wort, was Daniel gelesen hat. Und dieses Wort ist ausgegangen an Jeremia. Dieses Wort Gottes ist geschehen. Von wem denn? Von Gott. Da gibt Gott sein Wort, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll. Das ist das Wort. Aha, jetzt wäre natürlich spannend, wenn man wissen könnte, wann das war. Wann dieses Kapitel 25 geschrieben ist. Und da gibt Gott in diesem Kapitel 3 Zeitangaben in einem Vers. Scheinbar ist Gott das sehr, sehr wichtig, wann das Kapitel geschrieben wurde. Oder noch genauer, es ist ihm sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wann dieses Wort, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte, ja? Dass man weiß, wann das ergangen ist. Ja? Und dann sieht man hier schon, das war im 4. Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda. Und das ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs zu Babel. Das heißt, wir haben schon mal ein Regierungsjahr von einem israelischen König und wir haben ein Regierungsjahr von einem heidnischen König. Und wir haben sogar noch mehr. Dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah über das ganze Volk von Juda im 4. Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. Das ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel. Der Prophet Jeremia sprach zu dem ganzen Volk von Juda und allen Bürgern Jerusalems vom 13. Jahr des Josia an, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, ist des Herrn Wort zu mir geschehen, bis auf diesen Tag. Und ich habe nun zu euch 23 Jahre lang immer wieder gepredigt, aber ihr habt nicht gehört. Das erste Jahr Nebukadnezars, das 4. Jahr Joachims. Also Joachim hat regiert von 609 bis 598. Und das 4. Jahr war das Jahr 605. Nebukadnezar hat regiert von 605 bis 562. Sein erstes Jahr ist 605. Jeremia hat gedient von 640 bis 609, das 13. Jahr war 628, abzüglich 23 Jahre, macht 605. Hui, das ist aber ein Ding, ja? Da kann man nicht einfach dran vorbeigehen. Das war Gott wichtig. Gott nennt die Dienstzeit von einem israelischen König, von einem heidnischen König und von seinem großen Propheten. Und alle drei weisen ins Jahr 605. Da ist dieses Wort geschehen. Deswegen rechne ich von 605, weil da das göttliche Wort ausgegangen ist, weil Gott hat auch einen Befehl gegeben, dass Jerusalem zurückkommt. Dass Jerusalem Taschub. Ja? Oh, das wäre jetzt aber spannend. Jetzt müsste man natürlich gucken, wenn man von 605 aus rechnet, kommen denn da nach 49 Jahren, kommt da ein Gesalbter?
Weil das ist ja, der Engel hat es ja gesagt. Und es muss auch alles passen, ohne dass man das schiebt und zwackt und zwickt und schneidet und staucht. Ja? Das muss ganz zwanglos muss das gehen. Ein Uhrwerk läuft ganz zwanglos, sonst geht es kaputt. Würdet ihr nie kaufen, so eine Uhr. Ja? Getriebe von einem Auto, da muss Öl rein, das muss ganz glatt laufen. Das hält sonst keine 400.000 Kilometer. Ja? Und das muss, hier, das muss sauber, handwerklich sauber gearbeitet werden. Das ist das bisher nicht. Ja? Das heißt also, wir haben 4 mal 605. Ah, jetzt gehen wir mal los. Von 605 rechnen wir 49 Jahre, kommen wir ins Jahr 556 vor Christus. Und da kam Kyros. Jetzt muss ich ehrlicherweise zugeben, man weiß das nicht ganz genau, wann der Kyros König wurde. Der König, der Kyros war Unterkönig, fällt mir nicht ein, sterb im Schlauch, fällt mir gleich wieder ein. Und Kyros war sehr beliebt und der ist ungefähr ab 559 ist er aufgetreten. Ja? Und sein Vorgänger als persischer König, den hat niemand so richtig gemocht. Ja? Und dann ist der Kyros dann irgendwann zwischen 555 und 559 zum König geworden. Und das würde übereinstimmen mit dem Jahr 556. Die Geschichtsbücher wissen das nicht genauer, die machen da eine Spanne auf. In der Zeit muss das gewesen sein. Aber innerhalb dieser Spanne liegt unser Ergebnis von der Bibel. Ja? Das heißt also, entweder ist die Bibel da 3 Jahre ungenau oder die Historie ist 3 Jahre ungenau. Und da würde ich der Bibel mal den Vorzug geben wollen. Aber der Kyros ist vom Unterkönig dann zum König von Persien irgendwann avanciert. Und das würde von der Bibel das Jahr 556 gewesen sein, ja? Ja, aber gut, war der Kyros denn ein gesalbter Fürst? War es denn ein Gesalbter? Steht das mal in der Bibel? Ja, das steht in der Bibel, ja. Also in Daniel steht das schon mal, von der Zeit an, als das Wort erging, 605, dass Jerusalem wieder aufgebaut werde, bis ein gesalbter Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Das haben wir hier. Und Jesaja 45 spricht, da spricht der Herr zu seinem Gesalbten, dem Kyros. Kyros ist ein Gesalbter, laut Jesaja 45, wir finden das in der Bibel. Und auch hier ist gesalbt übrigens ein Adjektiv, das wird im Deutschen substantiviert, weil wir das im Deutschen grammatisch nicht anders ausdrücken können. Aber auch hier steht Maschiach, und zwar ist das ein Adjektiv, salben. Ja? Das wird hier substantiviert, und hier hat man das auch substantiviert. Ja? Aber eigentlich steht hier, weil man will ja hier auf Jesus rechnen, aber eigentlich steht hier, bis ein gesalbter Fürst kommt. Die Fürsten wurden alle gesalbt. Wozu denn? Zum König. Könige wurden damals auch gesalbt. David wurde gesalbt. Prinz Charles wurde gesalbt, ja genau. Ihr seid auch gesalbt, oder nicht? Naja, ihr seid ja Königpriester. Ihr seid durch Gottes Geist Gesalbte. Also wir sind hier in guter Gesellschaft, ja? Wir sind als Gesalbte hier und reden über einen Gesalbten, ja? Besser geht's ja kaum. Das heißt also, Könige wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt, der Tempel wurde gesalbt. Und auch im Heidnischen, auch heidnische Könige wurden gesalbt. Sogar ein syrischer König sollte gesalbt werden. Anja, wie hieß der noch? Hazael von Syrien sollte gesalbt werden, ja? Erinnert ihr euch an die Stelle? Ja? Das heißt, sogar ein syrischer König soll gesalbt werden. Oh, lalalala, Syrer, Seleukide, Antiochus, Hazael. Hazael hat seinen König getötet und gemeuchelt. Hazael ist ein Bild auf den Antichrist. Wo kommt der Hazael her? Aus Damaskus. Wie der Antiochus. Da ist ja ein Bild im Alten Testament für den Antichristen. Ja, natürlich. Wir kommen da gleich. Gleich versteht ihr, warum ich euch das erzähle. Ja? Weil es ist ja so, wir haben jetzt natürlich was ganz Tolles gefunden. Wir sehen, dass hier nach 7 Wochen ein Gesalbter kommt. Und jetzt machen wir natürlich, was die anderen auch machen und hängen einfach mal die 62 Jahrwochen da dran. Weil es wird ja scheinbar immer addiert. Und dann kommen wir hier ins Jahr 122 vor Christus. Da ist aber nichts Besonderes passiert. Da ist kein Gesalbter gekommen, da ist kein Tempel gebaut worden, da ist irgendwie, das ist so, das ragt so ins Niemandsland. Ja, gut, kann man das natürlich vorschieben bis zu Jesu Kreuzigung, könnte man ja machen, ja. Dann hat man hier eine Lücke, ja, dann würden die grauen Punkte hier vorne hingehen, ist auch irgendwie unbefriedigend. Jetzt schiebt man das auf der Leiste, kann man das so hin und her schieben, hin bis zu Jesu Kreuzigung oder vorne halt bis zum Kyros und man weiß nicht so richtig, wohin damit. Jetzt kürze ich ein bisschen ab und sage, im Text steht doch Tashub, kehr um. Womit? Ha, mit deinem Vektorpfeil. Wohin? An den Anfang. Ach so. Das heißt also, wir nehmen den roten Pfeil hier und schieben den mal hier vorne und rechnen mal von 605, wo wir da hinkommen. Ja? Da kommen wir natürlich 50 Jahre früher. Dann kommen wir hier ins Jahr 171 vor Christus. Und wer war da noch König geworden?
Der Antiochos Epiphanes. Und wie lange hat er geherrscht? 7 Jahre. Bis ins Jahr 164 vor Christus. Das heißt, der Antiochos hier, der hat 7 Jahre lang geherrscht, bis ins Jahr 164. Das heißt ja, dann könnten wir eigentlich die 70. Jahrwoche, die könnte man hier noch so dranhängen. Ja? Das habe ich in meinem Buch da ein bisschen aufgemalt. Das heißt also, man könnte eigentlich sagen, an die 62 Jahre, nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Wie viel denn nach 62 Wochen? Naja, 7 Jahre im Jahr 164. Als ob die Bibel uns darauf stupfen will, dass der Gesalbte, der nach 62 Wochen kommt, dass der eine Woche leben wird und dann wird er ausgerottet, und zwar für immer. Der historische Antiochos wird nicht auferstehen. Warum? Weil Menschen nicht auferstehen, bevor Jesus oder Gott die alle auferwecken wird am Ende der Zeit. Ja? Antiochos ist gestorben und bleibt tot. Das politische System, das hatte die Wunde vom Schwert, das war und ist nicht und das kommt wieder, das Tier kommt wieder. Aber Antiochos in Person nicht, ja, das nicht. Der wird ausgerottet, Jikaret, da bleibt nichts übrig von. Ja? Wer am Sabbat Holz sammelte, der sollte Jikaret, der sollte aus dem Volk ausgerottet werden. Das steht hier von Antiochos. Das kann man von Jesus nicht behaupten. Ja, Jesus ist nicht Jikaret. Jesus ist gestorben, begraben, aber er ist auferstanden. Wer will seines Lebens länger ausreden? Ja, man kann nicht sagen, dass Jesus Jikaret wäre, das geht nicht. Ja? Das heißt also, wir haben hier erstaunlicherweise diese beiden Exponenten in der biblischen Heilsgeschichte. Da kommen wir drauf. Das heißt also, wenn wir von 605 ausrechnen, und da haben wir jeden Grund zu. Warum? Weil wir 3 Gründe dafür haben. 3-mal werden wir aufs Jahr 605 verwiesen. Das ist ein Zwangspunkt. Ja? Da ist der Dübel in der Wand. Ja? Und zwar ein richtiger Anker. Da kann man einen Schwerlastanker, kann man was dranhängen, das hält. Ja? Das heißt, von da aus spannen wir mal einfach die 49 Jahre und kommen zu Kyros. Holala, wir haben einen Gesalbten. Das hat der Engel doch gesagt. Und der Gesalbte ist nach Jesaja 45 1 ein Gesalbter. Dann machen wir da auch einen Dübel in die Wand. Jetzt haben wir schon 2 Dübel in der Wand. Da kann man was dranhängen. Jetzt haben wir das erst hinten versucht, da dran zu hängen, ohne Ergebnis. Dann haben wir gesagt, dann nehmen wir das und fügen das hier unten dran, wieder machen Taschub, ja, weil wir sollen ja umkehren, und machen dasselbe und kommen auf Antiochos. Und von Antiochos wird ab Daniel 9, das ist ja 70 Jahre, wann ist Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12, ist alles Antiochos. Ja? Und das wird dann, wir müssen nichts umrechnen. Es ergibt sich ganz zwanglos. Ja? Das ist eine Struktur, die sich ergibt und die auch, wo der Engel sagt, diese beiden Weltmächte, diese beiden Strukturen, die kommen wieder. Und das kennt ihr, die treffen sich in Hamageddon. Da haben wir gestern Abend von gesprochen. Habe ich euch gestern Abend aber nicht erzählt, weil das dann viel zu viel wird im Kopf. Ja? Aber als ich gestern Abend erzählte von Hamageddon und von den Königen vom Euphrat, Kyros, der endzeitliche Kyros, und der Antiochos, der von Süden kommt, ja, und die sich in Hamageddon zusammen getroffen haben, da habe ich immer hier dran gedacht. Das heißt, wenn man das hier weiß und dann über Hamageddon liest, dann merkt man, oh lala, das geht ja alles da. Und das passt wie ein Passstück, geht das ineinander. Ja? Wir haben einen Freund, der ist Zahntechniker, und mein Bruder hat sich eine Brücke machen lassen. Der hat gesagt, der Zahntechniker hat eine Geschiebearbeit gemacht. Und da werden diese beiden Zähne ineinander verschoben. Und die passen so exakt ineinander, sagt er. Ich habe mit der Zunge keine Naht gefühlt. So sauber war das gearbeitet. Das ist eine Geschiebearbeit. Da muss man ja nicht mehr feilen und bohren und schieben, sagen, warten Sie mal, müssen Sie sich dran gewöhnen, ja, passt sich schon irgendwie an. Das war sauber gearbeitet. Und das ergibt sich so ganz zwanglos. Dann passt das. Wir kriegen aber ein ganz anderes Ergebnis. Ja? Und wenn man das vorstellt, dann sagen viele, ja, das ist alles falsch, das hat er sich zusammengedacht. Na gut, man muss nicht alles glauben, ich muss auch nicht jeden überzeugen. Ja? Ich stelle das halt nur vor und sage, das wäre für mich eine Variante. Ja? Und der Bibelübersetzer sagt, oh lala, das sieht ja, das andere sagt, er war mir zu wenig historisch, weil der historische Antiochos da nicht berücksichtigt wird. Das machen wir hier aber alles. Wir berücksichtigen sogar die Dauer seiner Regierungszeit. Ja? Und wir sagen, Daniel hat Antiochos vorhergesagt. Und nur durch Gottes Gnade und Geist sehen wir, dass das in der Endzeit nochmal wiederkommt, weil Jesus davon redet. Das ist der Gedanke. Ja? Okay, so wie ich es und verstehe. Ja, das wird ja gesagt, müssen wir verstehen. Ja, ist aber schwierig. Ja? Ich finde es auch schwierig. Aber wenn man da mal so ein Packende hat, dann kann man das verstehen, dass das die beiden Exponenten sind, die da gezeigt werden. Und dann müsste man den Vers eigentlich so übersetzen: So wisse denn und verstehe vom Ausgehen des Wortes Jerusalem, dass Jerusalem wiederkommt, Taschub, und gebaut wird, bis auf einen gesalbten Fürsten sind es einmal 7 Wochen und einmal 62 Wochen. Ja?
So müsste man den Satz übersetzen. Im Hebräischen würde man sagen, bis auf einen gesalbten Fürsten sind es 7 Wochen und Taschub, kehr nochmal um und rechne nochmal 62 Wochen. Dann kriegst du 2 Gesalbte, weil du sollst ja nochmal Taschub, du sollst ja nochmal umkehren nach vorne. Und dann bekommst du die 2. Das heißt, wir haben hier einen Zwangspunkt aus Jeremia 25, wir haben hier einen Zwangspunkt, wir haben hier einen Zwangspunkt und hier auch. Und dass wir 2-mal unabhängig rechnen und auf 2 dieser so prominenten Größen kommen, das plausibilisiert sich gegenseitig im Quadrat. Ja? Das gibt ja, das eine bestätigt ja das andere und das andere setzt das nächste voraus. Das hängt ineinander. Das finde ich rein von der Wahrscheinlichkeit, ja, wenn man das als Wahrscheinlichkeit nur sieht, ist das eine Sache, die sich gegenseitig ganz sauber abstützt. Ja? Das ist natürlich ganz anders, als man das so kennengelernt hat bisher. Ja? Aber er sagt, eigentlich sind 1 mal 7 und 1 mal 62 Wochen. Ja, und unser Etnach und unser Komma und unser Semikolon da, weil das ist alles nachgelagert, das ist nicht so wichtig. Ja, aber da streiten doch die Theologen die ganze Zeit drum. Da ist ein Etnach, da müssen wir ein Komma setzen, wir wollen 7 und 62, aber in einem Satz haben. Und wenn die Brockhaus-Übersetzung uns das nicht gibt, dann machen wir halt eine sanfte Revision in Hückeswagen, setzen wir das Komma dahin, wo wir wollen und den Punkt auch. Wir wollen das in einem Satz haben, damit wir 7 und 62 addieren können zu 69 und bis Jesus rechnen können. Und ich sage, ja, dann seid ihr ganz auf dem Holzweg. Da streitet euch über Sachen, die hier vom Engel nicht gesagt sind und auch keine Rolle spielen. Ja? Ihr kämpft um etwas, wo es gar nichts zu kämpfen gibt. Ja? Also das ist schon spannend. Aber weißt du, warum wird denn hier Antiochus Epiphanes gezeigt? Warum denn der? Man muss ja, nachdem man das jetzt gerechnet hat, muss man sich ja erstmal zurücklehnen und sagen, jetzt mal langsam. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an und gucken mal, hat es überhaupt, hast du dich geirrt? Hast du dich verrannt? Hast du dich vielleicht verliebt in etwas, was die Bibel gar nicht sagt? Und man muss sich eigentlich zurücklehnen und sagen, habe ich mich da verrannt? Bin ich dazu, habe ich da was falsch? Man muss das alles nochmal prüfen und nachdenken, dass das stimmig ist. Ja? Und dann muss man eigentlich sich mal fragen, was haben wir denn jetzt hier für ein Ergebnis? Und warum kommt denn hier nicht Jesus, sondern der Antichrist? Haben die Theologen vielleicht den Typus des Antichristen im Alten Testament schlechthin verwechselt mit unserem Christus? Das ist mal ein schreckliches Ergebnis, oder? Dann hätten die ja in ihrer Theologie den Christus Gottes mit dem Antichrist verwechselt. Und die zwängen die Rechnung auch noch immer da in die falsche Richtung hin. Ja gut, wenn man das am Schreibtisch tut, während man eigentlich nicht in großer Not ist, wie wird das denn in der Endzeit? Wird man das dann auch verwechseln? Ja, ich stelle nur die Frage mal. Das passiert, na gut. Aber das ist natürlich eine fatale Sichtweise, ja? Warum kommt denn der Antiochus da? Warum wird er überhaupt erwähnt? Warum ist es nicht Jesus? Warum der Antiochus? Naja, weil der Antiochus ein Typus für den Antichristen ist. Und der Antiochus wird ja, die Prophetie Daniels, die steigert sich ja immer weiter bis zu Daniel 11 und kumuliert im Antiochus Epiphanes. Und der Antiochus Epiphanes ist ein Typus für den Antichrist und der Antichrist ist auch das kleine Horn. In Daniel 7 ist ein kleines Horn und in Daniel 8. Ach so, dann würde das also da eingepasst sein. Dann würde also durch diese Auslegung, die wir haben, hier gezeigt, woher er kommt. Hier wird gezeigt, wann er kommt. Und hier wird gezeigt, was er macht. Genau. Das ist aber eine tolle Information, die ein Bibelleser da bekommt über die Endzeit, oder? Ja, natürlich. Das fängt hier ganz klein an mit dem kleinen Horn, ja. Ein Horn von einem Ziegenbock, ja. Ein kleines Horn zwischen 10 anderen Hörnern. Und dann geht es weiter in Daniel 9, da wird gezeigt, wann dieser Antiochus kommt. Und hier wird in aller epischer Breite gezeigt, was der vorhat, was der tut, wie der gegen Ägypten kämpft und wie der umkommt bei der Belagerung Jerusalems. Dann haben wir eine ganz kontinuierliche Linie. Wir haben eine Harmonisierung des Buches Daniel. Plötzlich springen die Kapitel zusammen wie Magnete. Das heißt also, wir haben über Kapitel hinweg homogene Fortführung von Offenbarung bis zu diesem Endzeittypen. Warum Antiochus Epiphanes? Weil der hier schon angedeutet wird und weil er hier final ausformuliert wird. Wird hier gezeigt, wann er kommt. Das ist etwas Großes. Das ist göttliche Didaktik. Hör zu, Daniel, versteh. Was ich dir jetzt sage, ist kompliziert. Da musst du ganz genau hinhören, Daniel. Du musst sehr genau überlegen. Du musst mal gucken, was ein Taschub überhaupt ist. Wie soll ich rechnen, von wo nach wo? Ja? Das ist das, was der Engel dem Daniel sagt. Das passt. Ja?
noch die letzten Folien, dann kommen wir auch zum Schluss. Meinte der Engel, dass man 365 Tage bräuchte, um 183.880 Tage zu erreichen und es zu stauchen und zu schrumpfen, bis es passt, um in ein Jahr zu kommen, was man nicht kennt? Wurde wirklich im Jahr 396, 395 vor Christus, es springt immer um ein Jahr, weil die Babylonier ihre Jahre anders gezählt haben als die Juden. Ja? Deswegen kann man sagen 445, 444 und hier 396, 395. Ist da Jerusalem fertig gebaut worden? Nein. Obwohl es ja immer wieder behauptet wird, auch von den beiden Herren eben und mehreren. Ich könnte euch auch noch mehr zeigen davon. Ja? Warum geht man von Artaxerxes aus, wo Gott doch ein Gebot gegeben hat? Warum gehen wir nicht vom Gebot Gottes aus? Warum nehmen wir ein Gebot von einem heidnischen König? Und dann auch noch der Letzte, warum nicht der Kyros? Der ist ja wenigstens noch ein Gesalbter. Warum denn den? Ja? Im Jahr 396, warum kam da kein Gesalbter? Der Engel spricht doch überhaupt nicht von der Fertigstellung Jerusalems. Der sagt, da soll ein Gesalbter Fürst kommen. Und da kommt keiner. Und dann kommt man mit so einem Pseudo-Argument und will es dann in die Tasche tun. Ja? Machen wir aber nicht. Wir lassen es ja nicht alles erzählen. Ja? Ist auch nicht heilsnotwendig. Aber trotzdem, es wird halt mit breiter Brust vorgetragen. Und wenn man das genauer untersucht, fällt man in so ein Loch. Ja, das ist das Thema. Ja? Das heißt also, müssten wir denn vielleicht auch diese Zeiten auch stauchen, wenn wir hier schon stauchen? Müssten wir die 70. Jahrwoche nicht auch stauchen? Na natürlich. Ja, dann haben wir ja gar keine 7 Jahre in der letzten Zeit. Ja? Das passt, geht vorne und hinten geht das nicht auf. Warum Kyros und Antiochos? Weil die beiden in der letzten Zeit wieder auftauchen. Die beiden und speziell jetzt der endzeitliche Kyros, der endzeitliche Perser, die werden in Offenbarung 9 und Offenbarung 16 genannt, weil da nämlich Könige sind am großen Strom Euphrat. Ja? Der wird vertrocknen und dann kommen die Könige, denen wird der Weg bereitet von Sonnenaufgang, von Osten. Da kommt der endzeitliche Kyros und der kommt bis nach Armageddon. Der macht dem Antichrist Damaskus kaputt, haben wir gestern gesprochen. Und dann geht er runter nach Armageddon und lagert sich da und zum Schluss ziehen die alle nach Jerusalem rauf, um gegen das Lamm zu kämpfen. Das ist, zeigt uns die Offenbarung. Deswegen wird der Kyros gezeigt. Ja? Das ist das, was kommt. Da kommt der Kyros und da kommt der Antiochos, der Endzeitliche. Das zeigt der Engel dem Daniel. Jetzt verstehen wir, warum der sagt, Verwüstung wird kommen. Große Verwüstung wird kommen. Und die Verwüstung wird bis zum Ende sein. Und es wird noch ein Gräuel der Verwüstung angerichtet werden. Bis Kanaf, bis in den hintersten Winkel. Und niemand wird entfliehen. Das ist das Szenario, was die Bibel uns zeigt. Das ist für dein Volk und deine heilige Stadt vorhergesagt, sagt der Engel. Ja? Was haben wir heute im Nahen Osten? So was in der Antike. Wir hatten hier die Ägypter, Ptolemäus, und hier die Syrer, die Seleukiden. Das Gelbe des Seleukidenreiches ist nachher immer kleiner geworden, bis es Zentralsyrien war und irgendwann im Jahr 68 vor Christus ins Römische Reich aufgenommen wurde und dann irgendwann im Römischen Reich aufgegangen ist. Ja? Und heute haben wir fast wieder so eine Struktur wie damals. Ja? Wir haben wieder Syrien und wir haben wieder Ägypten, aber nicht mehr so groß und mächtig wie damals. Keine Schenkel, Füße, kleiner, schwächer, aber sie sind da. Ja? Das, wenn man so will, sind die beiden Füße aus dem Standbild. Ja, nur wer so ein bisschen da im Thema ist. Und wir haben auch den Perser. Wir haben den Iran und wir lesen da in der Presse die ganze Zeit von. Und vor dem Hintergrund, von dem, was ich weiß aus Daniel 9, was ich weiß aus Jesaja, was ich weiß aus der Offenbarung, vor dem Hintergrund gucke ich auch ganz aufmerksam die Nachrichten an. Ah, sag ich, der Iran drückt nach Süden. Ja, na ja, das ist das hier. Da tut sich was. Alle diese Länder sind alle genauso alt wie Israel. Ja, 1948 wurde Ägypten gegründet, 48 wurde Syrien gegründet, 48 wurde Israel gegründet, Jordanien wurde 48 gegründet, Türkei, auch in der Zeit sogar Griechenland in der Größenordnung. Das ist so, als ob vor 75 Jahren hat es Bums gemacht und da sind historische Strukturen entstanden. Das wäre der Ptolemäer, das wäre der Seleukide, klein, Füße, keine Schenkel. Das wäre Kassander, das wäre Lysimachos. Die beiden, die streiten im Moment hier, der türkische Staatspräsident, der Erdogan, der mengt sich da überall rein. Und das war bei den Diadochen, hin und her haben die da gekämpft. Türkei mit libyschem Öl, gemeinsam gegen Griechenland mit ägyptischem Öl, über Kreuz im Mittelmeer, hin und her geht's da.
So haben die ja doch ein Miteinander hin und her. Ich will das nicht überinterpretieren, ich zeige das einfach nur mal, dass man ein bisschen sensibel wird für das, was wir sehen, was wir vielleicht so nicht unbedingt mit der Bibel in Verbindung nehmen. Und wenn dieser endzeitliche Antiochus, wenn dem gelingen wird, was dem antiken Antiochus nicht gelang, dann wird er Ägypten erobern und er wird sein Reich ausrichten bis nach Libyen und Nordafrika. Das ist das antichristliche Reich. Und diese beiden Exponenten, die hat der Engel dem Daniel gezeigt. Der Kyros und der Antiochus. Und die treffen zusammen in Harmageddon, ja, und werden dort aufeinandertreffen und am Ende nach Jerusalem raufziehen. Und weil die beiden in Harmageddon kommen, zeigt der Engel diese beiden mit zwei Fristen. Tashub, rechne nochmal. Ja? Das ist das, was ich erwarte. Da habe ich mal ein Video zugemacht. Ja? Und dann kann man sagen, und in den Tagen dieser Könige, welcher? Naja, des Irans und der Syrer, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Das ist jetzt aus dem Standbild, ja, hat der Daniel gesagt. In den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten. Es selbst aber wird ewiglich bestehen. Das kommt darauf, wenn Christus wiederkommt und diese beiden dann niederlegt in der Ebene von Harmageddon oder bei der Belagerung Jerusalems, wenn der Herr auf den Ölberg kommt, vernichten wird. Und dann richtet er sein Reich auf. Dann kommt Jesus wieder. Wir sind am Ende. Jetzt haben wir das ganz anders berechnet. Ja? Jetzt beten wir noch und dann machen wir noch eine Viertelstunde Fragen, ja? Weil jetzt sind vielleicht ein paar Fragen aufgekommen. Gucken wir mal, wie wir da kommen. Dann werden wir noch still und beten noch. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass dein Wort so sehr tief ist und dass das alles ineinander spielt, dass das immer wieder die gleiche Geschichte ist, die du erzählst und dass wir so gute Nachricht finden, dass das so geerdet sein darf und so tief in deinem Wort auch verankert ist. Wenn das stimmt, dann stimmt auch alles andere, dann stimmt, dass du gekommen bist, dass du gestorben und auferstanden bist, dann stimmt, dass du unsere Sünde weggenommen hast, dann stimmt es, dass du den klimmenden Docht und das geknickte Rohr nicht zerbrechen wirst und nicht auslöschen wirst. Und dass wir zu dir kommen dürfen, dass du wiederkommst, dass alles gut geworden ist auf Golgatha und dass du unser Leben in deiner Hand hast. Herr, gib uns Glauben. Lass uns glauben, so wie du auch möchtest, dass wir glauben. Lass uns mehr verstehen, wie du bist. Lass uns dein Wesen erkennen und satt werden an deinem Bilde, wenn wir erwachen. Wir danken dir für dieses gute Evangelium, danken dir für die Gemeinschaft, für den Austausch und für die Zeit hier zusammen unter deinem Wort. Gepriesen sei dein Name. Amen. Amen. Amen.